Benedikt, kann man diesen Sieg in der Kategorie Arbeitssieg subsumieren? Absolut, wir wussten, was uns erwartet. Wir haben in München schon große Probleme gehabt. Badingen war gegen die Teams in der oberen Hälfte immer sehr präsent, sehr stark. Haben heute durch Charlie, hat das Kinderglückliche Sentiment bewiesen und hat, denke ich, auch verdienten Sieg für uns geschossen. Balingen hat sich gerade in der ersten Halbzeit alles andere als ein Abstiegskandidat präsentiert. Ja, ist eine starke Mannschaft. Wenn man das spielen lässt, haben sie gute Zocker drin. Das wussten wir. Hinten stehen sie robust. Aber wir haben versucht, unsere Chancen zu nutzen. Und ich denke, das haben wir gemacht. Wusstet ihr, dass der Gegner vielleicht auch dieses hohe Tempo der ersten Halbzeit nicht über 90 Minuten gehen kann? Wir wussten, dass wir die Stärken haben, gerade in der zweiten Halbzeit. Daran haben wir geglaubt und das haben wir umgesetzt. Und dann haben wir auch verdient gemacht. Blick nach vorne. Dienstag geht schon weiter mit dem Nachholspiel in Hoffenheim. Das heißt regenerieren, Spiel analysieren, weil heute auch nicht alles gut war, aber ich denke vieles. Und dann wollen wir Dienstag wieder unsere Tugenden an den Tag legen und dann hoffentlich auch gewinnen.